Sechs verborgene und kaum bekannte verdeckte Maschen von Narzissten, die du garantiert noch nicht kanntest und die dich zerstören, ohne dass du es überhaupt mitbekommst. Herzlich willkommen wieder hier bei Hilfe für Opfer von Narzissten. Mein Name ist Arti, ich bin psychologische Beraterin und kläre hier seit 6 Jahren schon über narzisstischen Missbrauch auf. Bist du hier neu, aktiviere gern das Abo und die Glocke. Wir treffen uns hier mal donnerstags um 18 Uhr zur Live-Premiere. Da kannst du auf der rechten Seite mit mir chatten. Was sind das denn jetzt für verborgene Narzissmusmaschen, von denen du noch nichts wusstest? Vor allem werden es Narzissmusmaschen sein, die meistens bei verdeckten, passiv-aggressiven Narzissten zum Vorschein kommen und die sich oft genau dem entgegensetzen, wie Narzissten normalerweise hier auf solchen Aufklärungskanälen beschrieben werden. Also jetzt lausche auf und vor allem, glaube ich, der letzte Punkt wird ganz viele von euch noch richtig überraschen. Die erste dieser kaum bekannten Narzissmusmaschen, die dich zerstören, ist tatsächlich das Zerstören von innen heraus. Und wo wir bei offenen Narzissten ganz oft nach dem Lovebombing zwar einen Missbrauch beobachten können im Sinne von, er fängt an, dich zu kontrollieren, er möchte sehen, was du anziehst, er möchte gucken, mit wem du schreibst. Es gibt jedes Mal Drama, wenn du das Haus verlässt und dich mit anderen Menschen triffst, er isoliert dich von deinem Umfeld. Okay? Und gleichzeitig wird es immer unwichtiger, was du brauchst. Jetzt kommt aber eine Masche, die gerade verdeckte Narzissten anwenden, wo mich oft gefragt wird, ey Arti, hä? Bei meinem war das eben genau andersrum. Nach dem Lovebombing hören die dann nämlich mit allem auf, von jetzt auf gleich, nachdem sie dich mit Liebe süchtig gemacht haben. Wer ins Lovebombing nochmal einsteigen will, hier oben rechts, könnt ihr euch später anschauen. Aber diese Art von Narzisst hört von heute auf morgen mit allem auf. Finito. Wie eine andere Person. Auf einmal sind sie passiv und faul, machen gar nichts mehr und ihr geht auch nicht mehr vor die Tür, wenn du nicht dafür sorgst, dass ihr vor die Tür geht. Also im Endeffekt bleibt die ganze Verantwortung dieser Beziehung bei dir. Und wenn du nichts sagst, wenn du nichts tust, dann passiert eben auch nichts. Körperlichkeiten werden dieser Art von Narzisst tatsächlich irgendwann lästig. Bedeutet, er wird dich immer wieder abwiegeln und wird sagen, du bist ja süchtig danach, du spinnst ja, so oft braucht das doch kein Mensch. Oh, das ist so nervig, ehrlich. Da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf. Weißt du was? Such dir doch einfach jemand anderen, dann muss ich mich mit dir nicht mehr rumplagen. Solche Sätze hören Betroffene dann. Und wir wollen gar nicht darüber reden, dass alle anderen Dinge auch eingestellt werden, wie Liebe, ja, Textnachrichten. All diese Sachen, Interesse für die andere Person, wenn du abends von der Arbeit kommst, dann interessiert er sich überhaupt nicht für dich. Dann fragt er dich nicht, wie es dir geht. Deine ganze Persona ist total langweilig und interessiert ihn nicht die Bohne. Und du wirst hier mit dieser Ignoranz tatsächlich von innen zerstört. Dieser Mensch wird nicht eifersüchtig. Dieser Mensch, den interessiert auch nicht, wenn du Schluss mit ihm machst, denkst du. Eigentlich sind Narzissten nämlich von dir abhängig. Aber das wissen ganz viele nicht, weil sie sich eben genau gegenteilig verhalten und wir uns dann denken, hä, wie kann der denn von mir abhängig sein? So und ganz eng gekoppelt mit diesem Verhalten ist auch schon unser nächster versteckter Aspekt, den gerade verdeckte Narzissten gerne nutzen, um dich zu brechen. Dann lassen wir es halt. Diese Art von Narzisst, haben wir jetzt gelernt, ist sehr passiv, scheint sich für dich überhaupt nicht zu kümmern und bricht und hält dich unter Kontrolle eben damit, dass du hinter ihm herzulaufen anfängst, weil du das Gefühl hast, ihn kümmert es gar nicht. Und das nächste, was dieser Mensch dann vor allem tut, ist, dir die ganze Verantwortung für die Beziehung auf die Schultern zu legen. Haben wir eben schon mal kurz erwähnt, wenn du nichts tust, passiert auch nichts, okay? Und das schreitet dann wirklich immer weiter fort, während er nur noch auf der Couch hängt und Videospiele spielt. Bist du die Einzige, die mal vorschlägt, lass mal rausgehen, lass mal die Wände neu streichen, lass mal hier irgendwas verändern, lass uns mal wieder eine Beziehung haben. Und dein Narzisst wird, ja, ich weiß nicht, habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Und dann fängt es oft an, dass hier eine ganz spezielle Art der Ausbeutung anfängt. Und zwar das Prinzip, dann lassen wir es halt. Ja, würde man hier in Franken sagen. Und zwar geht es darum, wenn du zum Beispiel sagst, hey Schatz, lass mal die Wände neu streichen. Und dann sagt er, ja, können wir gerne machen, dann bezahlst du aber. Und du sagst dann, hä, nein, ich zahle doch hier nicht allein, das ist ja unsere Wohnung, ja, also da können wir ja beide für zahlen. Dann kommt der Satz, na, den lassen wir es halt.
Und aus dieser Art wird eine Erpressung für alle Dinge, die darauf jetzt folgen. Diese vollkommene Kompromisslosigkeit wird dir ganz schnell einkonditionieren, oben rechts das Video dazu, dass entweder alles oder nichts. Entweder so, wie der Narzisst es will, oder gar nichts. Also dieses Individuum musst du nicht nur ständig um alles anbetteln, was in stinknormalen Beziehungen zum Alltag gehört. Nein, er wird dann anfangen, deine Grenzen zu brechen, indem er dir erst alles wegnimmt, du dann alles für dich einfordern musst, er aber dann es alles so erpressen wird, dass es immer zu seinem Vorteil ist. Du willst in Urlaub, hat er überhaupt kein Geld für. Ja gut, dann zahlst du eben. Er kommt dann schon mit. Wie du willst nicht alles zahlen. Na, dann lassen wir es halt, ja? Wie du willst Körperlichkeiten. Ja, fände er cool. Er möchte auf jeden Fall mal einen Dreier haben. Wie willst du nicht? Na, dann lassen wir es halt. Ja, er hat's ja versucht. Und Stück für Stück gehen so all deine Grenzen flöten. Also achte bitte auf dieses Verhalten. Der nächste Punkt, der dich vielleicht überraschen dürfte, ist Selbstsabotage. Das ist der dritte Punkt. Was bedeutet das genau? Bekommt ein Narzisst nicht, was er will, oder steht er mal nicht in der ungeteilten Aufmerksamkeit der Menschen, was ja natürlich vorkommen kann, dann fängt er an, sich durch Selbstsabotage Aufmerksamkeit zu erheischen. Bedeutet, naja, er gibt zum Beispiel zu viel Geld aus, macht dadurch Schulden, wo die ganze Familie drunter leidet. Oder er kündigt einfach mal seinen Job, hat da eh keinen Bock mehr drauf gehabt. Achtet bei Narzissten übrigens mal drauf. Die leiden ganz oft unter Burnout und müssen andauernd die Job wechseln. Und müssen andauernd die Jobs wechseln, weil sie halt nirgendwo bestehen können, weil sie eben sozial komplett inkompetent sind. Ganz, ganz oft, ja. Oder er zerstört gerade erschaffene Nähe in einer Beziehung durch Streit, durch Fremdgehen, ja. Und alles, was er dadurch möchte, und ja, die machen das teilweise absichtlich. Es gibt hier teilweise auch so Drama-YouTuber, ja. Wenn die nicht genug, ja, Aufmerksamkeit bekommen, dann heißt es gleich, ich schließe meinen Kanal. Ja, ne? Und drei Tage später kommen sie dann und sagen, nein, ich bin so stark, ich schließe meinen Kanal nicht. Ja, das sind solche Drama-Queens. Und was diese Leute mit diesem Verhalten erwirken wollen, ist natürlich, dass man ihnen sagt, oh nein, du Armer, um Gottes Willen, lass mich dir doch helfen. Du hast Schulden, komm, wir setzen uns hin und klamüsern das aus, dass du keine Schulden mehr hast. Ja, und gerade wenn du einen Helferkomplex hast und das zum Beispiel dein Partner ist, natürlich wirst du ihm helfen, natürlich wirst du für ihn da sein und natürlich wird die ganze Aufmerksamkeit sich dann wieder auf ihn richten. Tada, und genau das möchte er, denn dadurch kriegt er Zufuhr. Reingefallen. Der nächste wichtige Punkt ist die hinterhältige Sabotage und gerade darin sind verdeckte Narzissten natürlich Meister. Also bitte vertut euch nicht, wenn die nett, charmant und reflektiert auf euch wirken. Sobald sie nichts mehr von euch wollen, werden sie euren Ruf im Hintergrund komplett zerstören, ja? Die sind auch Meister darin, ganz vorsätzlich schädliche Informationen über dich weiterzugeben, einfach nur um dich fallen zu sehen. Genau das tun sie. Im Berufsleben erkennst du solche Leute daran. Es gibt ein Meeting, du wurdest nicht benachrichtigt oder dir wurde eine andere Uhrzeit mitgeteilt. Das Meeting wurde verschoben, du hast nichts davon erfahren und somit stehst du blöd vorm Chef da, ne? Oder es gibt eine Frist, wird dir nicht mitgeteilt, ja? Also das sind diese lieben Kollegen, die immer hinter deinem Rücken über dich lästern, dir aber vorne rum ins Gesicht lächeln und so tun, als wärst du die Beste. Ja, das sind dann die Leute, das habe ich schon zuhauf erlebt, dass irgendwelche Narzissten vorne rum zu mir kommen, auf Lämmchen machen und reflektiert, ich bin ja in Therapie, bitte arbeite mit mir zusammen und im Hintergrund in anderen Gruppen dann anfangen, über dich zu lästern. So blöd muss man erstmal sein, aber es gibt scheinbar Leute, die auf sowas reinfallen. Sowas nennt sich hinterhältige Sabotage und da sind Narzissten leider ganz groß drin, okay? Lächeln dir ins Gesicht und im Hintergrund zerstören sie deinen Ruf. Das sind dann auch die Elternteile, wenn du dich scheiden lässt und es um das Sorgerecht der Kinder geht, die ewig alles herauszögern. Du brauchst Kontoauszüge von ihnen, kriegst du nach 6 Monaten, ja? Das sind dann die Leute, die immer Gerichtsverhandlungen auch ewig hinauszögern, immer wieder was Neues einbringen, damit es bloß keine, wie soll ich sagen, damit es bloß keine Klärung der Sache gibt. Der nächste wichtige Punkt ist Selbstzerstörung. Selbstzerstörung beinhaltet immer dieses rächende, haha, jetzt bist du dran. Es geht im Ende darum, dass der Narzisst sich selbst wehtut, um dir weh zu tun. Und ja, auch das tun sie, wenn sie merken, dass sie anders nicht mehr an dich rankommen. Das kann dann sowas sein wie, dass er vorsätzlich ständig Dinge falsch macht,
um dir und deiner Familie zu schaden, ja, aber man kann eben nie den Finger drauflegen, weil, ja, Mai, er hat es ja nicht besser gewusst. Oder dass er seinen Job kündigt und dir gleichzeitig sagt, hahaha, jetzt wirst du sehen, wie wir ohne mein Gehalt klarkommen und die Kinder weiter auf die Privatschule schicken. Ja, also im Endeffekt ist das total vorsätzlich und soll hier tatsächlich kein Mitleid auslösen, sondern Ärger. Ja, er will es dir zeigen, er will dich zerstören, indem er sich selbst zerstört. Das kann auch auf Selbstverletzung zurückzuführen sein oder auch so Gedanken wie, ja, ich tue mir jetzt was an, wenn du gehst. Ja, emotionale Erpressung ist da ganz oben mit dabei. Tja, und jetzt kommt der sechste Punkt, der viele überraschen wird. Und zwar wissen wir, dass Narzissten dich beim Lovebombing ganz genau studieren, um deine Schwächen rauszufinden. Das weißt du schon, ne? Genau. Erzähle einem Narzissten nie deine Schwächen. Das ist wie neben einem Hai zu bluten. Ganz genau. Ja, aber pass auf, der studiert dich noch mehr. Das heißt, er fängt dann an, auch dich in deinem Umfeld zu studieren, in deinem Arbeitsplatz, wenn er kann, mit deinen Kollegen zusammen, ja? Warum tut er das? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und jetzt kommt's, mein Lieber, meine Liebe. Er will deine Stärken rausfinden. Und zwar deine größten Stärken, die dich ausmachen, für die andere dich feiern, ja? Und da ist er neidisch drauf. Es fängt irgendwann an, dann wird er neidisch darauf sein, auf deine Stärken, weil er ist nur eine leere Hülle, der irgendwelche Leute kopiert, ja? Aber du bist echt und du bist authentisch. Und das ist etwas, was Narzissten nie sein werden. Deswegen kopieren sie mal andere. Jetzt geht es aber eben darum, dass wenn sie deine Stärken rausgefunden haben, anfangen werden unter dem Deckmantel des du bist mir so wichtig, ich will nur das Beste für dich, dich auf Dinge hinzuweisen, die gar nicht passiert sind. Zum Beispiel, mir ist ja heute aufgefallen, als wir mit deinen Freundinnen weg waren, du warst schon ziemlich laut und hast dich immer in den Mittelpunkt gestellt, kann das sein? Das kommt zum Beispiel, wenn du sehr extrovertiert bist und es dir super leicht fällt, neue Leute kennenzulernen, wie ich zum Beispiel, ja. Schick mich in ein Restaurant, ich habe 10 neue Freunde, wenn ich da rauskomme. Das ist so, ja. Das fällt mir leicht, das ist kein Problem. Und das andere ist meine authentische Art, okay? Aber wenn du zum Beispiel authentisch bist, wird der Narzisst dann sagen, ja, findest du nicht, dass du dich ein bisschen aufgesetzt verhältst, irgendwie ganz anders, als wenn wir zusammen sind? Also ich finde das nicht besonders authentisch. Und hier kriegt ein Narzisst dich natürlich nur dann, wenn dir deine Stärken nicht bewusst sind. Dann wird er dich in den Kern verunsichern, denn auch dein Selbstbewusstsein weiß ja um deine Stärken, auch wenn du es jetzt nicht so weißt. Und dennoch wird er dich so von innen brechen, weil er dir immer wieder sagen wird, das, was deine Stärke ist, ist eigentlich eine Schwäche und du musst dringend damit aufhören, weil du dich wirklich vor anderen blamierst. Oder als letztes natürlich das tolle Beispiel, du bist so übersensibel und empfindlich, wird er genau dann sagen, wenn Empathie deine große Stärke ist und wenn du Leuten vielleicht auch so hilfst, okay? Stärken sind die Dinge, die dir leicht fallen, die dir leicht von der Hand gehen. Zum Beispiel, ich drehe so ein Video innerhalb von ja, 14 Minuten. Ja, ich schneide ganz wenige Dinge raus und dann bin ich fertig. Es gibt aber zum Beispiel Leute, denen liegt das überhaupt nicht. Die brauchen 5 Stunden für so ein Video oder sogar einen ganzen Tag. Und wenn diese Leute Narzissten sind, werden sie dann natürlich erzählen, ja, also das ist überhaupt kein guter Content, den diese Person da macht. Deswegen kann die das auch jede Woche machen. Okay? Also das heißt, Narzissten sind immer dabei, andere runterzumachen in ihren Stärken, damit sie sich selber besser fühlen. Und im Endeffekt ist es natürlich einfach nur Neid und ihre eigene Unzulänglichkeit. Ihr Lieben, wenn euch das Video geholfen hat, dann helft doch jetzt, den YouTube-Algorithmus zu triggern, damit das wichtige Wissen sich hier verbreitet. Gebt meinen großen Daumen nach oben, wenn euch das hier weitergebracht hat und wenn ihr wollt, dass es ganz viele erreicht. Als zweites möchte ich, dass ihr mir hier in die Kommentarspalte nach dem Video schreibt, was waren eure Erfahrungen mit diesem Thema? Gibt es vielleicht noch Dinge, die ich jetzt hier nicht erwähnt habe, die ihr aber erlebt habt? Dann haut's hier drunter, weil das kann buchstäblich Leben retten für Menschen, die noch in toxischen Beziehungen gefangen sind. Und als letztes teilt das Video mit ein, zwei Menschen, die euch wichtig sind, auch in Facebook-Gruppen, auf Instagram, damit es sich verbreitet, damit allen Betroffenen geholfen wird und damit dieses Wissen endlich an die Öffentlichkeit kommt und kein Täterschutz mehr stattfinden kann. Folgt uns auch auf Instagram, da teile ich mit euch mein Coaching-Leben und immer wieder wichtige Sprüche zu narzisstischem Missbrauch. Wir sehen uns hier nächsten Donnerstag um 18 Uhr wieder, meine Lieben. Ich drücke euch, schicke euch ganz viel Kraft und Liebe. Eure Arti.